Nach Sergios Tod herrschte wochenlang Chaos. Unsere Jungs gegen ihre. Und Morello war untergetaucht. Aber ein Boss kann sich nicht ewig verstecken. Damit ein Don gefürchtet wird, muss er sich sehen lassen. Schließlich hörten wir, dass er sich zeigen würde. Morello will uns provozieren? So tun, als wären wir nicht im Krieg? Wir werden uns ihm stellen. So kriegen wir ihn. Wir warten vor dem Theater. Bis zum Ende der Show. All die reichen Arschlöcher werden rauskommen. Und dann schnappen wir uns Morello. Aus der Menge. Bevor sie uns kommen sehen. Das Theater wird voll sein. Möglicherweise wird sogar der Bürgermeister da sein oder der Polizeipräsident. Genau darum geht's, Tom. Wir töten ihn in der Öffentlichkeit. So dass es die feinen Pinkel sehen. Dann wissen sie, wer der Chef ist. Ganz egal, ob man eine Marke, eine Robe oder ein fettes Bündel Geld in der Tasche hat. Wenn Salieri in die Quere kommt, ist tot. Okay, Boss. Wir erledigen das. Nehmt die Maschinengewehre, aber seid euch sicher, dass ihr vor dem Theater keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Haltet die Knarren versteckt, bis ihr Morello seht. Und dann durchsiebt ihr ihn. Der weiße Anzug soll aussehen, als wäre er mit Rosen bedeckt. Verstanden? Klar, Boss. Oh, da hat aber jemand Wut. Da hat jemand Wut. Moin. Na, guck mal, wir können hier hinten wieder rein. Gibt's was Neues? Dann ist nur das Bild, das hatten wir, glaube ich, schon ein, zwei, dreimal geguckt. Leider nein. Okay, gut, dann noch einmal hier hinten reingucken. Endlich packen wir es an. Hat noch lange genug gedauert, ne? Auch hier ist nichts, okay. Ganz ruhig. Wir müssen zum Theater, bevor die Vorstellung vorbei ist. Tom, du fährst. Oh ja, klar. Es steht fest, Jungs. Morello stirbt heute Abend. Heute? Scheiße. Viel Glück, Leute. Ich schaue nur noch mal, ob hier irgendwie neue Zeitungsartikel, ich weiß nicht, Magazine. Viel Glück, Tom. Danke. Das kann ich gebrauchen. Bring es zu Ende. Will it bring it to an end. So, ich soll fahren. Dann los geht's. Drück aufs Gas, Tom! Unglaublich, dass wir nach all den Jahren endlich Morello aufs Korn nehmen. Nicht seine Leute oder Familie. Endlich ist er selber dran. Damit schließen wir ein langes Kapitel ab. Und wenn er weg ist? Sind wir die Könige. Nein, ich meine, was ist mit dem Don? Werden ihm die Tränen kommen? Er wird einen hübschen neuen weißen Anzug tragen. Weil der Chef der Stadt immer nur Weißanzüge trägt, ja. Alles klar, Jungs? Ja, ich schwitze nur wie verrückt. Siehst übel aus. Wir sind fast da. Zähne zusammenbeißen. Wenn wir Morello sehen, alle auf ihn. Nur auf ihn. Wenn er erledigt ist, bricht Panik aus. Wir tun's wirklich. Wie lange kämpft er schon gegen den Boss? 10 Jahre? Länger. Macht der weiße Anzug ihn zu einem leichteren Ziel? Wieso höre ich hier eigentlich jetzt schon Theatermusik oder so? Ist das Missionsmusik? Bisschen sehr früh untermalt vielleicht, ne? Je näher wir kommen, desto lauter wird die Musik auch noch. Ich sehe ihn! Heiz ihm ein! Los! War ja klar. Hinterher! Häng dich ran, Tom! Sonst macht der Don uns fertig! Wenn ich dran bin, schießt auf die Autos um ihn herum.
Die müssen wir zuerst ausschalten. Ach, come on. Alles klar. Ah, die Bullen! Ein paar von denen haben das Theater beobachtet. Morello hat sie zum letzten Mal bezahlt. Ab morgen gehören sie uns. Ja, ich glaube, die Geschwindigkeit reicht nicht aus. Ja, danke sehr. Häng dich ran, Tom, sonst macht der Don uns fertig. Wenn ich dran bin, schießt auf die Autos um ihn herum. Die müssen wir zuerst ausschalten. Alles klar. Ah, die Bullen! Ein paar von denen haben das Theater beobachtet. Morello hat sie zum letzten Mal bezahlt. Ab morgen gehören sie uns. Ja, du bist immer noch eiskalt am Steuer, oder? Morello muss ziemlich nervös sein. Hat alle seine Jungs mitgebracht. Schaltet sie aus, wenn ihr könnt. Aber wir sind wegen Morello hier. Erst sind seine Leute dran. Und dann er selbst. Wenn wir sie verlieren, taucht er Monate unter. Oder länger. Er darf nicht entkommen. Er könnte überall hin verschwinden. Wenn er entwischt, verkriecht er sich vielleicht in einem anderen Staat. Wir müssen ihn heute schnappen. Ich bin dran, Freunde. Ich bin dran. Genau so, Tom. Nur sein Wagen ist dezent schneller als unserer. Komm schon, Wagen. Nein, 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 nein. Ach, come on, ey. Diese Karre ist echt zum Kotzen. Kommt so überhaupt nicht aus dem Puschen hier. Er will uns wohl in den Gassen abschütteln. Niemand kennt diese Stadt besser als ich, keine Sorge. Kommen wir hier durch? Ja, wunderbar. Oh shit. Naja, das war jetzt keine so tolle Idee. Ja, wie kann ich Fahrzeug umdrehen? Kann ich nicht, ne? Fahrzeug, also da unten. Ja, oh Gott. Das habe ich zu spät gesehen. Er will uns wohl in den Gassen abschütteln. Niemand kennt diese Stadt besser als ich. Keine Sorge. Oh Gott. Alter, wir mähen ja hier die ganzen Zivilisten um. Ich habe jetzt mehr als oft genug gehupt. Wenn ich den Zivilisten halt auch noch ausweiche, dann kommen wir hier nie ans Ziel. Gott, diese Kerle geben nicht auf! Wir auch nicht. Wir ziehen das voll durch. Ich frage mich, ist die Polizei jetzt auf unserer Seite oder auf dem seiner?
Weil hier waren jetzt ausgeschaltete Polizeiautos, die ich definitiv nicht geballert habe. Und auch nicht Sam und Paulie. Wo will er hin? Er kommt nicht aus der Stadt, wenn wir ihm an der Stoßstange kleben. Wo immer er hin will, er hat's echt eilig. Nein, der nein, Flughafen, nein, nein. Er will von hinten rein. Er hat ein Flugzeug? Klar hat er ein verdammtes Flugzeug! Da sind noch mehr seiner Leute. Gut, wir müssen alles säubern. Er wird sterben und seine Leute auch. Okay, aber wir drei bleiben am Leben. Sie haben den Flughafen gerade erst wieder hingekriegt. Wir haben Gesellschaft. Ich sehe sie. Einfach draufhalten. Respekt. Ist ihr okay? Dir nichts passiert. Nur etwas Glas in den Haaren. Lässt sich leicht rauskämmen. Wir leben zu Fuß. Los, Bewegung. Bewegung. Oh mein Gott. Es wird Ärger geben. Halt dich bereit. Ich hab ihn gesehen. Sie haben Verstärkung geworfen. Wenn wir jetzt schon mal gerade hier sind, ein Ort, den wir sowieso garantiert nie wieder sonst betreten können. Also. Ich gucke nur, ob wir hier noch irgendwas mitnehmen können: an Munition, an Gesundheit. Na komm, wir nehmen den mal mit hier. Ich muss nachladen! Ja. Der lässt von Ihnen kommen! Mäh. Das eine Mal, wenn man mal Molotow-Cocktails gebrauchen könnte. Moin. So, schon mal auf meiner Seite hier, oder? Jetzt bist du. Liegt langsam nicht mehr durch, hier wer von meiner Truppe ist und wer nicht. Okay, die Offen für sich leer. Meiner. Jetzt seid ihr fertig, Jungs! Okay. Puh,
So, wo sind wir denn? Drauf, los, Tom! Kann ich auch hier einsteigen und mit reinfahren? Nee, schade. Was haben wir hier? Einmal Zigarettenbild. Immerhin. Da kommen wir nicht hoch. Okay. Da wäre nochmal Gesundheit. In diesem Hangar! Komm runter! Lade nach! Wir haben einen Freund dabei, Tom! Gefunden. Sie haben es auf mich abgesehen! Ich hab ihn gestreift! Gibt's vielleicht sowas wie einen Seiteneingang? Was rennst du auch einfach so blindlings rein? Zu fliehen, oder? In das Auto! Tommy, vor uns! Du bist der beste Schütze von uns! Wie, vor uns? Moment, was? Steig einmal! Da muss ich einmal nicht fahren, oder was? Ja, fahr los! Oh, Gottes Willen, ey! Bring uns hoch! Wir sind zu langsam! Sieht doch schon ganz gut aus. Ich bin im Scheißflugzeug! Hör auf und lass mich! Noch ist er nicht weg! Ich übernehme das Steuer! Warum? Weil ich hier der Fahrer bin. Und jetzt müssen wir einen Flieger erwischen. Okay, das ist der Plan. Wir folgen ihm, sehen, wo er landet und feuern dann aus allen Rohren und machen sie alle. Der Vogel bleibt bestimmt nicht in der Luft. Das Ding wird nicht landen, sondern abstürzen. Sieht es für dich aerodynamisch aus? Gott sei Dank haben wir dich im Auto, Professor. Morello wird einen Flugzeugabsturz nicht überleben. Wahrscheinlich nicht, aber er ist erst tot, wenn wir ihn tot sehen. Gerade ihr zwei solltet das inzwischen wissen. Als ob das Flugzeug da wirklich noch weit kommt. Das müsste eigentlich schon längst runtergehen. Wenn die Motoren so brennen, dann sind die ausgefallen. Wohin will er den Vogel bringen? Vielleicht zur Rennstrecke. Dort kann er ihn eher sicher auf den Boden bringen. Als ob der kann er, aber er wird nicht sicher sein. Egal, wo er landet, wir sind ihm auf den Fersen. Nicht so schnell, hier ist die Polizei. So. Alter. Geht er runter? Ja. Ja. Geht er. Naja. So. Wer ist gefühlt, der fliegt da oben Kreise. Kommt schon, wir müssen sicher gehen, dass er tot ist, bevor die Bullen aufkreuzen. Sowas überlebt keiner. Mann, ist das viel Rauch. Irre, dass wir das geschafft haben. Ja, irgendwie unwirklich. Passt auf und haltet die Waffen bereit.
Wir dürfen nicht nachlässig werden. Wir haben keine Zeit. Alle Bullen der Stadt sind auf dem Weg hierher. Wir steigen aus, sehen nach und verschwinden. Klar? Aber sicher. Hast du etwa einen Todeswunsch? Ja, Leute, wir sind da. Was soll ich noch? Okay. Oh mein Gott. Der Bastard ist tot. Er weiß es nur noch nicht. Sehr schön. Jetzt weiß er es. Ja, Mann. Gut gemacht. Kommt schon. Hauen wir ab. Wir sehen uns im Jenseits, Marco.